Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Wayne. Sie gehört der Rolle der Schützen an und man spielt sie auf der Botlane als ADC. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist physischer Schaden, der ausschließlich durch ihre normalen Angriffe entsteht. Außerdem besitzt sie eine geringe Robustheit und hält wenig aus. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten gegen Ende des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Wayne ist so gut im Jagen, dass sie Lauftempo bekommt, wenn sie sich auf einen gegnerischen Champion zubewegt. Mit der Q führt Wayne eine Hechtrolle aus. Ihr nächster Angriff verursacht dann mehr normalen Schaden. Ihre W ist eine passive Fähigkeit, mit der sie bei normalen Angriffen und ihrer E Steigerungen auf den Gegner bringt. Da Wayne, sobald sie W geskillt hat, mit Silberbolzen schießt, macht jeder dritte Angriff auf denselben Gegner Schaden in Abhängigkeit des maximalen Lebens des Ziels. Bei ihrer E feuert Wayne einen mächtigen Bolzen ab, der ein Ziel zurückwirft, ihm Schaden zufügt und eine Steigerung der W aufbaut. Sollte das Ziel mit der Umgebung kollidieren, wird es außerdem betäubt und erhält nochmal Schaden. Sobald Wayne ihre Ult aktiviert, bricht die letzte Stunde für ihre Gegner an. Wayne erhöht ihren Angriffsschaden und bekommt mehr Lauftempo durch ihre Passive. Sie wird außerdem kurz unsichtbar durch Einsetzen einer Q und hat diese auch öfter zur Verfügung. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag Stay Untiltable.